Die Alte ist uns immer noch auf den Fersen. Das Ende von der letzten Folge miterlebt hat. Hat erlebt, dass ich auch schreien kann. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Daylight. Wir sind gerade immer noch auf dem oberen Stock. Wo wir gerade quasi aus Flucht nach oben geflüchtet sind durchs Treppenhaus. Und ich spüre das im Nacken, dass die irgendwo hinter uns ist. Oder sonst wo auftaucht gleich. Oh, noch meine neue Geschichte von New Kipling. Das einst kleine Fischerdorf New Kipling wuchs zu einer Stadt voller eifriger und optimistischer Menschen heran. Die Stadt brauchte aufgrund von Überbevölkerung und knapper Ressourcen andere Wege, um ihre Einwohner zu versorgen. New Kipling. Das Dörfchen, in dem wir uns befinden. Schon ganz schwitzige Finger, weil ich keine Ahnung habe, hinter welcher Tür sie jetzt lauert oder nicht. Vor allem, was will sie von uns? Ja. Nein, 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 nein. Die soll weg, die soll weg. Dem mysteriösen Typ, dem am Handy hin. Das Signal ist hier. George, unten im Heizungsraum geht etwas vor sich. Ja, haben wir das doch schon erklärt. Während meiner Reinigungsarbeiten kann ich ständig hören, wie sich da unten etwas bewegt. Und ich versichere dir, es sind keine Ratten. Das ist etwas Größeres. Ich weiß noch nicht was, aber sei vorsichtig, wenn du da unten bist. Adam. Ich will da nicht mehr raus. Die wartet da. Hallo. Why is this happening to me? Leute, ich habe Gänsehaut. Aber das ist gerade wenig. Das volle Programm. Kann man die Spritze aufsammeln? Ich dachte vielleicht, das wäre so eine Energiespritze. Eine neue Geschichte von New Kipling. Die Wurzeln von New Kipling reichen bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Die reichhaltigen Fischgründe und der leichte Zugang zu Handelsrouten hat frühe Siedlungen in das Dorf gelockt. Frühe Siedler. Mann! Was ist denn los? Ich ließ mir einen Scheiß zusammen. Ach, da spielt jemand Klavier. Das ist aber toll! The hell is this? Ja, das frage ich mich auch. Das hat nicht jeder in seinem Zimmer. Wir benutzen mal die Schere. They moved the afflicted to this place where you stand. They thought it would protect and leave them to grow. Then came corruption, persecution. Okay, wir laufen wieder zurück. Warum stürzt du, wenn wir da vorne drin? Und
jetzt anfängt zu klingeln. Hallo? Nein, es fängt nicht an zu klingeln. Es sind nur Soundeffekte. Da steckt nichts dahinter. Okay, jetzt laufen wir mal zurück ins Treppenhaus und gehen die Treppen wieder runter. Ganz nach unten. Weil da waren wir noch nicht. Hier drin waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Das Problem ist einfach, hier sieht alles einfach zu identisch aus. Dass man auf den Einschein hat, war das schon. Krankenhaus oder die Irrenanstalt ist echt wie so ein Labyrinth aufgebaut. Wir haben einen guten Orientierungssinn. Aber irgendwie hier. Ich weiß nicht. Mir alles so verwinkelt. Hä? Ach ja, von der. Da sind wir hoch. Ja, aber wir sind noch hier rechts. Hä? Ja, so viel zum Thema gute Orientierungssinn. Jetzt pass auf. Dann will ich geschwind noch schauen, was wir hier rechts verpasst hätten. Hier geradeaus, da. Na super. Was ist das? Ja, gute Frage. Das frage ich mich schon seit ich das Spiel eingelegt habe, was uns hier verfolgt. Okay, jetzt laufen wir mal ganz nach unten. Sollte der Weg frei sein? Das ist natürlich jetzt die andere Frage. Ah, Scheiße! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Scheiße, Mann! Ey, das ist nicht normal! Auf einmal steht die Tussi hinter dir! Okay, das ist jetzt der besagte Heizungsraum. Oder wir gelangen jetzt zum Heizungsraum. Von dem wir jetzt gerade so großzügig und oft gelesen haben. Was? Was? Also, was ist das für ein Geräusch? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wie soll bitte ich heute Nacht in Ruhe schlafen können? Nur der Wind, der durch die Gänge pfeift. Was? Was? Liegt irgendwas in der Waschmaschine drin? Nein. Können wir jetzt gut so einen Kopf drin vorstellen. Ey, warum ist die auch zu? Sind wir nur umsonst hier runterkommen? Oder haben wir vielleicht etwas übersehen? Ich glaube nicht. Jetzt mal gucken, was wir hier mit dieser Schere anstellen, die wir jetzt in der Hand haben.
Signalfackel vertreibt die Schatten. Gab es ja eigentlich irgendwelche Schatten, die ich vertreiben sollte? Nee, oder? Jetzt lass mal eine Tür ausprobieren. Ich meine, vorne können wir wieder welche einsammeln. So. Wo kann ich das Siegel auch wegstecken? Läuft doch jemand über uns. Wisst ihr was? Wir gehen nochmal hoch. Weil da konnten wir uns vorher ja nicht umschauen, wenn ihr vielleicht mitbekommen habt, dass die auf. Ah! Auf einem hinter uns stand. Genau hier müssen wir hin. In unserem Relikt. Schon mal viel freundlicher hier aus. Wer und warum spricht sie mit uns? Dr. Mercer. Das Wartungspersonal hat die von Ihnen angeordneten Arbeiten in Ihrem Büro abgeschlossen. Außerdem habe ich Ihnen sichergestellt, dass jeder Teil des Projektes von einem anderen Angestellten erledigt wurde, wie Sie es gewünscht haben. Ihr neuer Schreibtisch sollte nun voll funktionsfähig sein. Judy! Bestimmt seine Sekretärin. Dr. Mercer. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Häftling 85. Haben wir von dem schon was gelesen? Häftling 85 war die gesamte letzte Woche unter meiner direkten Aufsicht. Sein Verhalten ist unverändert. Er scheint sich eine Art Virus zugezogen zu haben, der Fieber auslöst und ihn zusammenhangslosen Gefasel treibt. Er wird derzeit von den Schwestern behandelt. Ich werde seinen Zustand neu bewerten, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. Wenn man mal Schwierigkeiten zu Schreibschrift zu lesen, tut mir mit so einer Druckschrift einfach leicht. Blödes Geschwafel, ich weiß, Yabi. Wollte einfach irgendwas gesagt haben. So. Patient 9F wurde mit Verbrennungen auf über 60% seines Körpers eingewiesen. Hauttransplantation wurde angeordnet. Der Patient verweigert die Behandlung und spricht ständig über Visionen, aber wir werden dennoch fortfahren. Manchmal geht es nicht darum, was der Patient will, sondern darum, alles zu tun, um ihm zu helfen. So ist es. Conflict cannot survive without our participation. Oh, ein schönes Bibliothekenzimmer. Warum streckt ihr mir die Hand so raus? Ist denn da irgendwas in der Nähe, der mir die Hand so rausstreckt? Und ist es einfach so programmiert? Ich zeige jetzt nichts Falsches, hier hängen bloß Damen an der Wand. Das ist Dr. Mercer? Walter Mercer, ja, das ist er. Da liegt noch ein Brief im Kamin. Wahrscheinlich versucht zu verbrennen, aber. Judy, vor kurzem ist mir zu Ohren gekommen, dass ein Großteil des Personals, einschließlich dir selbst, ein wenig zu gerne dem Verbreiten von Gerüchten frönt. Ich muss dich doch nicht daran erinnern, wie gut es dir und den anderen hier geht, verglichen mit dem krankheitsverursachten Festland, oder? Ja, wir hatten einige Probleme mit den Insassen und mit einigen unserer ungewöhnlichen Patienten. Ja, manchmal mussten wir zu drastischen Maßnahmen greifen, um mit ihnen fertig zu werden. Aber ich brauche die Unterstützung von allen, wenn dieser Ort bestehen bleiben soll. Ich tue alles, das, was ich kann. M. Nein, das ist nicht die M von James Bond, das ist M. Und zwar dieser Mann hier, Dr. Mercer. So, liebe Freunde, was sich hinter dieser Tür verbirgt, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Sei dabei. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Ciao.